Jugendlicher Leichtsinn und Alkohol sind meist eine gefährliche Mischung. So auch in China. Hier hat ein stark angetrunkener Jugendlicher eine Fahrbahnbegrenzung eingerissen. Die Überwachungskamera hält hier fest, wie der junge Mann auf den Zaun zugeht und mit aller Kraft daran rüttelt. Als es ihm gelingt, hätte er wohl nicht daran gedacht, einen riesen Domino-Effekt auszulösen. Die Absperrung fällt über 50 Meter die Straße entlang zu Boden. Die örtliche Polizei beließ es erstaunlicherweise bei einer Ermahnung an die Eltern. Diese sollten bitte ihre Erziehungsbemühungen verstärken.